zuschicken eingehen können. Ja. Also deswegen, ich würde einfach noch einmal unsere E-Mail-Adresse in den Chat posten und Sie bitten, dass Sie uns Ihre Fragen einfach direkt in die Hotline schicken. Ja, super. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Kooperation und für Ihr Engagement. Das ist eigentlich gewaltig, was der ÖAD hier leistet. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich gehe jetzt zum nächsten Beitrag und schaue, ob der Herr Beiersburg schon da ist. Jawohl. Hallo, Herr Beiersburg. Es geht sich relativ gut aus noch. Sie erzählen uns jetzt was zum Thema E-Twinning. Das ist ja ein Projekt, das es seit vielen Jahren gibt, aber wie besonders hier der Aspekt der Inklusionskultur bei Schulprojekten mitgedacht werden kann. Bitte sehr. Genau. Ja, einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Soll ich einfach Präsentation teilen? Ich bin jetzt nicht. Ja, bitte. Okay, dann machen wir das gleich so. Sekunde. Okay, ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Funktioniert. Super, perfekt. Also nochmal einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite, Frederik Beiersburg von der Nationalagentur Erasmus Plus, auch im ÖAD. Ich darf Ihnen heute ein bisschen was über die E-Twinning-Plattform erzählen, wie der Herr Rippe schon gesagt hat, im Kontext auch von Inklusionskultur im Rahmen von Online-Schulprojekten. Diesen Input hätte eigentlich meine Kollegin Vesna Papaya gemacht, die ist leider verhindert und ich bin kurzfristig eingesprungen, aber freue mich umso mehr, dass ich hier sein darf. In aller Kürze, kurzer Überblick, wie das jetzt aussehen wird. Ich werde jetzt mal kurz erklären, was ist E-Twinning überhaupt, was kann man auf E-Twinning machen, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es ist eigentlich ein soziales Netzwerk für Pädagoginnen und Pädagogen in Europa, es ist aber gleichzeitig auch eine Online-Projektplattform, auf der man virtuell Online-Projekte durchführen kann. Ist auch gefördert bzw. Teil des Erasmus Plus Programms, nur halt auch ein bisschen niederschwelliger, weil es ja hier nicht wie bei den anderen Erasmus Plus Projekten um physische Mobilität geht, wo man wirklich seine Partner im Ausland auch besucht, sondern man kann auch Erasmus-Aktivitäten online virtuell durchführen. Und da bietet E-Twinning einen sehr niederschwelligen Projektraum, wo es auch ganz ohne Fördermittel und ohne große Antragstellungsprozedere abläuft. Ich werde Ihnen kurz zeigen, wie das mit der Registrierung ausschaut, wie man Projektpartner auch finden kann, also sowohl für E-Twinning-Projekte als auch für Erasmus-Plus-Projekte dann. Was man überhaupt mit so einem E-Twinning-Projekt machen kann. Ich meine, wir bieten ja auch eine Vielzahl an sehr ausführlichen Webinaren dazu an, wo wir sehr ins Detail auch gehen, wie man mit so einem Twin Space, so heißt nämlich der virtuelle Raum, wenn man ein E-Twinning-Projekt startet, was man da machen kann, wie das Ganze funktioniert. Und da verweise ich Sie dann im Anschluss noch dann auf unsere Webseite, wo wir eben diese Veranstaltungen aufgelistet haben und auch aufzeichnen. Das heißt, Sie können sich das auch jederzeit anschauen. Wir haben E-Twinning für Anfänger, wir haben E-Twinning für Fortgeschrittene, weil das würde sich in dem Rahmen heute nicht ganz ausgehen, dass ich Ihnen das so sehr im Detail erkläre. Ja, und wie der Riebloch gesagt hat, heute geht es aber auch ein bisschen um Inklusion durch E-Twinning-Projekte. Also meine Kollegin hat ein paar Beispiele rausgesucht, wie das in etwa aussehen könnte. E-Twinning bietet, wie ich auch kurz angesprochen habe, eine große Palette an Fortbildungsmöglichkeiten für Pädagoginnen und Pädagogen, sowohl hier bei uns in Österreich. Wir bieten hier eine Vielzahl an Seminaren und Webinaren an, aber auch viele spannende internationale Veranstaltungen. Am Ende ganz kurz auch noch der Hinweis, dass E-Twinning und E-Education ja auch schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten und was für Möglichkeiten sie hier haben. Nochmal ganz kurz, ganz allgemein. E-Twinning ist eine, wie schon gesagt, kostenlose und sehr sichere Online-Gemeinschaft für Schulen in Europa. Und was meine ich mit sicher? Insofern sicher, dass Sie sich sicher sein können, dass wirklich nur Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Schulpersonal Zugriff auf diese Plattform haben. Ja. Und das können wir insofern sicherstellen, dass wir jede einzelne Registrierung, also zumindest in Österreich, jede österreichische Lehrperson oder Person, die in der Schule arbeitet, die sich auf dieser Plattform registriert, wird von uns gecheckt und überprüft, ob sie auch wirklich ein Anstellungsverhältnis an einer Schule haben. Und erst dann sind sie freigeschalten und können da an E-Twinning partizipieren. Was ja auch in weiterer Folge ein guter Hinweis ist, weil man ja auch seine Schülerinnen und Schüler in solche E-Tuning-Projekte einlädt und ja, man sich hier sicher sein kann, dass das eine geschützte Plattform ist. Seit 2005 gibt es E-Tuning mittlerweile. Die Plattform ist seit im ständigen Wachstum. Es kommen auch immer wieder neue Länder dazu. Es ist nämlich so, dass E-Tuning ist zwar Teil des Erasmus-Plus-Programms, aber
Es sind nicht nur die Erasmus-Plus-Länder dabei, also nicht nur die EU-Länder und die EFTA-Staaten und die Türkei, so wie in Erasmus-Plus, sondern auch die sogenannten E-Tuning-Plus-Länder, also das sind so Länder des benachbarten EU-Raums wie Armenien, Aserbaidschan, Tunesien zum Beispiel. Ja, und seit 2014, also wurde 2005 gegründet und ist seit 2014 offiziell Teil des Erasmus-Programms. Ja, das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Wer mitmachen kann bei E-Twinning, das ist eben das Bildungspersonal, also alle Lehrkräfte, Schulleiterinnen, aber auch zum Beispiel die Schulbibliothekaren oder Schulärzte könnten sich theoretisch auch auf der Plattform registrieren und in Austausch treten mit Kolleginnen aus dem europäischen Ausland. Es gibt dann auch noch ein Projekt für pädagogische Hochschulen. Also es können jetzt auch Lehramtsstudierende, Studierende schon bei E-Twinning partizipieren, um auch schon in der Lehrerinnenausbildung mit E-Twinning in Kontakt zu kommen. Das läuft auch ein bisschen anders als bei den regulären Personen, also bei den regulären Pädagoginnen und Pädagogen, die sich da registrieren. Ja, und natürlich die Schülerinnen, wie gesagt, ein bisschen begrenzt, weil dazu müssten Sie dann als Lehrkraft, die ein E-Twinning-Projekt macht, Ihre Schüler auch dazu einladen. Ja, vielleicht so ein paar Figures, ein paar Daten. Wir haben im November 2021 so einen kleinen oder großen, kann man sagen, Meilenstein gefeiert in der E-Twinning-Community. Wir hatten nämlich die 1 millionste Lehrkraft, die sich registriert hat, also natürlich ganz Europa jetzt betrachtet. Mittlerweile sind es seitdem eh auch schon wieder 1.044.000, glaube ich. Ja, und das sind eben insgesamt 43 Länder. Aber auch in Österreich sind wir mittlerweile schon sehr gut vertreten. Also es sind schon 33% aller österreichischen Schulen auf der Plattform vertreten. Das sind mit insgesamt 6.000 Lehrkräften. Ja, so sieht das Ganze aus. Also das ist die europäische e-Twinning-Seite, e-Twinning.net. Und wenn Sie auf e-Twinning.net gehen, ja, da kann einmal jeder hinschauen. Da gibt es ein paar Bereiche, ja, also Community, Newsroom, da gibt es schulbildungspolitische Artikel aus ganz Europa. Get Inspired ist vor allem ein sehr spannender Bereich, weil hier gibt es die sogenannten Projektkits, da werde ich gleich auf eins herzeigen. Gerade wenn man es nicht so erfahren mit E-Tuning ist, wie schaut so ein E-Tuning-Projekt aus, kann man sich an diesen Projektkits orientieren und kann die auch als Baustein, also Bausteine aus diesen Projektkits herausnehmen für sein eigenes E-Tuning-Projekt. Das funktioniert generell jetzt ganz einfach, sich zu registrieren auf der Plattform, also einfach hier rechts oben auf den Register-Button klicken. Man muss ein paar rudimentäre Informationen zu seiner eigenen Schule, zur eigenen Person angeben. Es ist natürlich so, wenn Sie dann da einsteigen, Sie werden das dann vielleicht eh sehen, das ist dann ein bisschen aufgebaut wie so ein soziales Netzwerk für Pädagoginnen und Pädagogen und da empfehlen wir dann schon immer, auch ein bisschen was über sich preiszugeben, also was unterrichten Sie, welches Alter haben Ihre Schüler, in welchen Fächern möchten Sie kooperieren mit anderen Lehrern, weil Sie werden ja auch anderen Lehrerinnen und Lehrern auf dieser Plattform angezeigt. Und es macht natürlich schon Sinn, wenn man da ein bisschen mehr über sich erzählt, vielleicht auch ein Bild reinstellt, ja, einfach um es anderen auch ein bisschen lukrativer zu machen, mit ihnen zu kooperieren oder dass die Leute ein bisschen einen besseren Einblick bekommen über ihre Person. Ich würde an dieser Stelle ja eigentlich in die Plattform einsteigen, aber wie gesagt, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen und da würde ich Ihnen nämlich im Detail zeigen, wie das funktioniert mit der Projektpartnersuche und das ist ja eben jetzt nicht nur für E-Twinning-Projekte relevant, sondern alle von Ihnen, die vielleicht in Ihrer Schule schon mal ein Erasmus-Plus-Projekt gemacht haben, ist es ebenfalls ans Herz gelegt, E-Twinning dafür zu nutzen, weil es gibt da dezidierte Projektpartnerforen, wo Sie auf der einen Seite selber Partner suchen können für internationale Kooperation. Sie können aber auch einfach selber quasi einen Beitrag reinstellen und sagen, ich bin auf der Suche nach Partnern, zum Beispiel aus Frankreich oder aus Polen, wie auch immer, zu einem bestimmten Thema. Und Sie werden sehen, das ist eine sehr, sehr belebte Plattform und man hat in kürzester Zeit Rückmeldungen von anderen Pädagogen aus anderen europäischen Ländern, die da eventuell mit Ihnen kooperieren möchten. Das ist eben eine Möglichkeit über diese Projektpartnerforen. Auf der anderen Seite hat man eben auch die Möglichkeit, an internationalen Seminaren teilzunehmen. Die sind jetzt natürlich in den letzten 2 Jahren vorwiegend online, haben die stattgefunden. Schön langsam gehen wir jetzt wieder in Richtung physische Präsenzveranstaltungen, wo es dann wiederum schon auch die Möglichkeit für Förderungen gibt. Das ist nämlich so, dass in ganz Europa verteilt diese internationalen E-Twinning-Seminare stattfinden und Sie können dann bei uns, bei der österreichischen Agentur für E-Twinning, sich bewerben für so eine Teilnahme. Wir haben dann immer ein gewisses Kontingent für Plätze.
für österreichische Pädagogen. Und da wird natürlich dann Reiseaufenthaltskosten und diese Seminarpauschale von uns übernommen, wenn das genehmigt wird. Und die Chancen sind dann immer sehr gut, weil ja, wir haben meistens genug Plätze für die meisten Veranstaltungen. Ja, und Online-Community, damit ist gemeint, es gibt zwei Bereiche auf eTwinning Live. eTwinning Live übrigens, das ist eben der Bereich, in den kommen Sie nur rein, wenn Sie registriert sind. Und da gibt es dann eben sogenannte Gruppen, also Gruppen zu unterschiedlichsten Themen und natürlich auch zur Projektpartnersuche, aber eben auch zu Themen dann wie Inklusion oder eben die aktuelle oder eben Sprachenlernen oder zum Beispiel das aktuelle Jahresthema ist ja das Europäische Bauhaus. Also wie kann man den eigenen Schulraum ein bisschen inklusiver, offener gestalten und ein ideales Lehrumfeld gestalten. Also das ist das eTwinning-Jahresthema heuer. Da gibt es auch sehr viele Veranstaltungen dazu und die Jahreskonferenz wird sich dann auch um dieses Thema drehen. Also bei diesen Gruppen gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl von Gruppen zu unterschiedlichen schulbildungsrelevanten Themen und eben die Events, wo es natürlich dann auch Partner-Finding-Foren gibt und eben andere Fortbildungen. Ja, jetzt noch ganz kurz, nur dass Sie das eben auch gehört haben, wie das ein bisschen funktioniert vom Ablauf, ja, weil wir schauen uns dann eh kurz an, was es für Arten von Projekten zum Beispiel gibt. Aber so ein eTwinning-Projekt, wie startet man das? Es ist so, Sie registrieren sich einmal auf eTwinning, wie ich das jetzt soeben beschrieben habe. Und in weiterer Folge müssen Sie ja, einen Kontakt herstellen mit anderen Pädagoginnen und Pädagogen. Das funktioniert wie auf Facebook im Prinzip, eine Freundschaftsanfrage senden. Wenn Sie eine Freundschaftsanfrage senden, dann sieht die andere Person auch gleich, wer Sie sind, was Sie unterrichten, aus welchem Land Sie sind und so weiter. Weil Sie können nur mit einer zweiten Partner, Lehrkraft ein Projekt starten. Das heißt, Kontaktanfrage senden ist der erste Schritt und dann kann man in weiterer Folge ein Projekt erstellen, weil sobald Sie auf Projekt erstellen klicken, werden Sie schon gefragt, mit wem möchten Sie denn dieses Projekt erstellen. Und ja, das ist dann einfach der nächste Schritt. Danach macht man eine kurze Projektbeschreibung und diese Projekte werden dann von uns wiederum, also sowohl von uns als auch von der Agentur Ihrer Partnerlehrkraft, freigeschalten. Das dauert in der Regel also maximal einen Tag. Und dann haben Sie einen sogenannten Twin Space, der sich dann geöffnet hat. Und das ist dann eben dieser virtuelle Raum, dieser virtuelle Projektraum, in dem Sie dann ja, sehr viele Möglichkeiten haben, zusammenzuarbeiten, Ihre Schüler zu involvieren. Hier haben Sie einen Screenshot, wie das in etwa aussieht. Das Tolle ist ja auch, also man hat hier Seiten, Materialien kann man hochladen, man hat Foren. Man kann dann Online-Sitzungen machen, also dazu komme ich gleich auf der nächsten Seite. Was ich aber noch erwähnt haben möchte, ist, was ganz toll ist, nämlich, dass man für jede einzelne Seite, also unter Seiten kann man ja eben einzelne Seiten erstellen und jede einzelne Seite können Sie selbst definieren. Sehen das nur die Personen im TwinSpace, also nur die, die Sie dazu eingeladen haben, Ihre Schüler. Sie können auch sagen, es gibt auch Seiten, die vielleicht nur die Lehrer sehen können. Sehen das eventuell sogar die gesamte, sieht das die gesamte eTwinning-Community, also jeder, der auf eTwinning registriert ist, oder mache ich überhaupt einzelne Seiten sichtbar für das gesamte Internet? Dann können Sie nämlich quasi mit so einem eTwinning TwinSpace auch so eine Art Projektblog machen und ja, alle Ihre Ergebnisse oder Aktivitäten, die Sie in so einem virtuellen Projekt durchführen, auch einer größeren Öffentlichkeit einsehbar machen. Was ja gerade bei Erasmus-Projekten wieder sehr praktisch ist, weil da haben Sie ja auch ein bisschen den Auftrag, dass Sie Ihre Aktivitäten sichtbar machen. Das ist der Europäischen Kommission ja sehr wichtig, dass das, ja, dass das auch für eine andere Öffentlichkeit einsehbar ist. Und da kann man eben eTwinning ganz kostenfrei dann wie einen Projektblock nutzen auch. Ja. Also, wie ich schon kurz gesagt habe, man kann Seiten zu einzelnen Projektthemen erstellen. Sie können Materialien hochladen, Dokumente, Fotos. Sie können natürlich auch Links einbetten von Videoplattformen. Sie haben viele Möglichkeiten zum Kommunizieren. Sie können einen Blog erstellen, es gibt Foren. Es gibt auch eine Live-Video-Chat-Funktion, also das Ganze läuft mit Adobe Connect im Hintergrund. Das heißt, man kann das Ganze im TwinSpace, die komplette Kommunikation mit einer Partnerschule abwickeln, wenn man es möchte und was eben auch möglich ist. Es gibt eine Fülle an externen Applikationen, die man einbetten kann in den TwinSpace, entweder per iFrame oder auch per HTML-Code, je nachdem, was für Fähigkeiten man da hat. Und die werden dann auch direkt im TwinSpace angezeigt. Also da gibt es einen Haufen von kollaborativen Tools. Auch dazu machen wir Webinare, welche Tools man denn in den TwinSpace einbetten kann und haben auch auf unserer Homepage auch eine Vielzahl an Informationen dazu. Ja, was dann so ein Ergebnis sein kann, also
Schüler haben natürlich auch viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, aber je nach den Berechtigungen, die Sie als Lehrkraft den Schülern geben, ja, Sie könnten dann Seiten bearbeiten, Sie können selber Themen recherchieren, Ergebnisse teilen, Materialien hochladen oder auch gemeinsame Umfragen machen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, man kann den TwinSpace mit anderen Anwendungen kombinieren. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Mad Max. Das ist so ein Tool, da kann man gemeinsam eine Zeitschrift erstellen. Also kollaborativ könnten dann Schüler von verschiedenen Schulen gemeinsam so eine Zeitschrift erstellen auf dem TwinSpace, was sie dann quasi dieses Mad Max haben sie dann eingebettet im TwinSpace und dann wird dann gearbeitet. Also Padlet oder Genially sind jetzt andere Ad-Hoc-Applikationen, die mir jetzt einfallen, die man einbetten könnte. Ja, das sehen Sie dann hier auf den Links. Ja, und was könnte jetzt zum Beispiel ein Projektthema sein? Dieses Projekt, Ein Leben in Harmonie, das hat meine Kollegin rausgesucht, weil es eben ein Thema ist, ein Projekt ist, das sich mit Inklusion beschäftigt. Und das ist eben auch ein Projekt-Kit, was Sie schon sich anschauen können, ohne jetzt überhaupt auf eTwinning registriert zu sein, wenn Sie einfach auf die Startseite gehen. Unter Inspiration heißt der Reiter. Ich glaube, auf der zweiten Seite finden Sie das dann schon. Das ist ein Projekt, wo sich die Aktivitäten, also zwischen das Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren, ist ein Projekt, wo sich die Aktivitäten darauf konzentrieren, den Schülerinnen und Schülern Werte wie zum Beispiel Fürsorge, Mitgefühl, Respekt, Verantwortung und Toleranz näher zu bringen und ihnen zu zeigen, wie sie diese in ihrem Alltag anwenden können. Aber das schauen Sie sich besser, wenn Sie sich für das interessieren, können Sie sich im Detail genauer anschauen. Jetzt einmal ganz allgemein, wie könnte man Inklusion durch ein eTwinning-Projekt fördern? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, Inklusion bedeutet ja vieles. Also es geht ja hier nicht nur um die Einschließung von Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten, sondern es gibt ja auch geografische Hindernisse, also zum Beispiel sehr entlegene Regionen. Und das ist etwas, wo eTwinning also europaweit sehr stark genutzt wird. Gerade in sehr entlegenen Gebieten kann man quasi als zum Beispiel eine kleine Schule in einem kleinen Bergtal, die nicht so viel den Anschluss hat zu Europa, kann hier wirklich die Fühler ausstrecken und mit ganz Europa eigentlich zusammenarbeiten und Projekte realisieren. Auch die Verbesserung des kulturellen Verständnisses durch virtuelle Mobilität ist so eine Möglichkeit, also gerade bei Jugendlichen aus Minderheiten oder benachteiligten sozioökonomischen Hintergründen ist das eine Möglichkeit und ich zeige Ihnen noch gleich ein Projektbeispiel dazu. Oder eben auch der Umgang mit bildungsbezogenen Herausforderungen, also wie Lernschwierigkeiten, Schulverweigerung, geringe Qualifikationsniveaus oder schlechte schulische Leistungen, die können eben durch Austausch zwischen den Pädagogen, also zum Beispiel durch Best-Practice-Austausch, kann das gefördert werden. Es können ja auch Pädagogen ein Projekt gemeinsam starten, ohne jetzt unbedingt Schüler zu involvieren. Also es ist sehr offen, Sie können ein eTwinning-Projekt anlegen und planen, durchführen, ganz wie Sie wollen. Also wir machen hier überhaupt keine, es gibt überhaupt keine Vorschriften. Es gibt nur sehr viele Tools und sehr viele nützliche Werkzeuge, die man da nutzen kann. Ja, also das ist zum Beispiel so ein Projekt. Wenn Sie auf eTwinning registriert sind, könnten Sie dann, sind Sie dann auf eTwinning Live und da könnten Sie dann auf Projekte gehen und wenn Sie dann Username Children Password Rights eingeben, dann würde Ihnen dieses Projekt angezeigt werden. Das ist ein Volksschulprojekt zwischen Deutschland, Griechenland, Island, Rumänien und Slowenien. Und hier ist zum Beispiel so der Fall, dass eine ganz entlegene kleine isländische Volksschule ein Projekt gemacht hat mit den anderen Ländern, um eben verschiedene Kulturen, Religionen, Lebensumstände von gleichaltrigen anderen Teilen Europas kennenzulernen. Und ja, durch diese Zusammenarbeit haben sie sich und auch durch die Teilnehmer an synchronen Online-Meetings haben sie sich quasi das Gefühl gehabt, ein bisschen mehr im Zentrum zu stehen und nicht mehr so entlegen zu sein. Ein sehr wichtiges Thema, Migration und Flüchtende. Das war auch ein Schwerpunktthema vor 2 Jahren in eTwinning und es gibt einen Haufen Projekten dazu. Es gibt auch eben eine sehr empfehlenswerte eTwinning-Gruppe, Integrating Migrant Students at School. Das ist ja vielleicht gerade jetzt wieder von noch größerer Bedeutung. Also das ist eine Gruppe, wo Lehrer aus ganz Europa einen Haufen an Materialien zusammengetragen haben, die ihnen dabei helfen können, Flüchtlingskinder oder eben Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund besser in den Schulalltag zu integrieren.
Dieses Projekt selber, also da gäbe es jetzt dieses Video, das hätte ich Ihnen ganz gern gezeigt, das geht sich jetzt aber natürlich nicht aus, weil das, glaube ich, dauert, glaube ich, 5 Minuten und dann sind wir schon am Ende. Ja, grundsätzlich ging es nur, das möchte ich ganz kurz nur erklären, hier haben sich Frankreich, Deutschland, Niederlande und Norwegen zusammengeschlossen. Das Projekt hat sich mit Migration und Flüchtlingen beschäftigt, wobei die Schüler die Unterschiede herausgearbeitet haben zwischen Migranten und Flüchtlingen zum Beispiel und das gegenübergestellt haben, wie auch die Schülerinnen aus den verschiedenen Ländern das jetzt sehen zum Beispiel. Ja. Ein drittes Projekt, das meine Kollegin herausgesucht hat, da geht es ja um die bildungsbezogenen Herausforderungen. Also hier geht es um Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf, die eine Reihe von Einschränkungen haben. Und durch diese Projektaktivitäten, ja, also durch dieses mit anderen Schülern im Ausland zusammenarbeiten, auch mit diesen Videochats, wo man sich auch sieht, wo man auch andere Schüler im Ausland sieht, ja, das stärkt dann einfach das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl, wenn hier positiv erfolgsbringend zusammengearbeitet wird. Und ja, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ja, jetzt nur noch ganz kurz abschließend möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zu dem Angebot, was ich vorher kurz angeschnitten habe, sagen. Also diese internationale berufliche Fortbildung findet eben in diesen 43 Ländern statt. Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Formaten an Veranstaltungen, also vor allem einmal die internationalen Seminare, die vorwiegend online jetzt stattgefunden haben. Wir haben sogar am Donnerstag und Freitag ein Sprachenseminar, wo 150 Lehrerinnen und Lehrer aus insgesamt 23 Ländern teilnehmen. Das wird von Österreich aus organisiert, ist aber jetzt noch online. Anfang Juni organisieren wir unser erstes Präsenzseminar wieder für Länder des Donauraums. Die Ukraine wäre da auch dabei gewesen. Tragischerweise ist das jetzt natürlich leider nicht möglich. Wir haben uns da auch überlegen, wie wir das Thema behandeln werden mit dieser Veranstaltung. Nur da haben wir 10 Plätze für österreichische Pädagoginnen. Das wird in Wien zwar stattfinden, aber ist für alle Österreicherinnen und Österreicher offen, da teilzunehmen. Anreise und Gastronomie wird natürlich von uns übernommen. Das nur zur Info. Ja, wir haben Short-On-Site-Courses, gibt es also mit so verschiedenen Themenschwerpunkten und Workshops. Es gibt auch Short-Online-Courses, also das sind wirklich ganz kurze Veranstaltungen. Ja, und die Jahreskonferenz, ich habe schon kurz angeschnitten, das Jahresthema heuer ist der European Bauhaus, Imagining a Creative Learning Environment in Green Inclusive Schools. Also wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, da werden wir sehr viel anbieten dazu im Laufe des Jahres. Und auch diese Jahreskonferenz, wo 600 eTwinner aus ganz Europa zusammenkommen, wird sich um dieses Thema drehen. Ganz kurz von uns ein weiteres Angebot noch. Wir bieten jetzt die vierte Staffel, machen wir jetzt der Webinare Donnerstags mit eTwinning. Also wir sagen schon Staffel dazu, weil es wirklich so eine, jeden Donnerstag 17 Uhr, das kann man sich schon so ganz fix eintragen, machen wir Webinare zu unterschiedlichsten Themen. Also jetzt, Sie sehen jetzt einmal die nächsten Termine, die schon fixiert wurden von meiner Kollegin, hier eingetragen. Schauen Sie einfach auf eTwinning.at, das ist nämlich unsere Seite, was wir da anbieten. Das sind nur so einstündige Kurse, wird zum Teil auch von anderen Lehrern gemacht, teilweise auch von Experten aus unterschiedlichsten Bereichen. Ja, und jetzt auch kurz noch zu der Zusammenarbeit zwischen eTwinning und eEducation. Wir sind ja schon seit einigen Jahren hier in Kooperation. Und sind auch sehr froh, dass Sie mit Aktivitäten, die Sie in eTuning setzen können, Sie ja die Education Badges sich verdienen quasi durch unterschiedlichste Aktivitäten, also Einsatz digitaler Medien im Unterricht, schulübergreifende Kooperation, Schulentwicklung, Verbreitung von E-Learning in der Bildungslandschaft. Das sind ja alles Themen und Dinge, die wir in eTuning ja auch machen. Also Sie können das auf eTuning machen und können sich damit quasi auch E-Education Badges verdienen und das wird Ihnen noch angerechnet dann. Ja, und wir leiten natürlich auch immer wieder Veranstaltungen an eEducation weiter und sind sehr froh, dass wir da auch immer wieder mal im Newsletter aufgenommen werden. Und allerletzte Folie, eben weil es nicht immer ganz so einfach ist mit der Unterscheidung. Es gibt ja mehrere Seiten hier und eTuning.net ist eben dieses europäische Portal, ja, um das sich alles dreht, wo die Projekte durchgeführt werden, wo das meiste an Online-Veranstaltungen auch angeboten wird, wofür Sie sich registrieren müssen. Wir haben aber auch eine nationale Webseite, eTuning.at, wo Sie eben alle österreichischen Angebote, Webinare, Veranstaltungen finden und sehr viel Hilfestellung natürlich im Umgang mit der Plattform. Und wenn Sie registriert sind auf eTuning.net, haben Sie auch Zugang auf eTuning Live. Das ist quasi dieses soziale Netzwerk und den TwinSpace. Das ist dann Ihr eigenes virtuelles Projekt. Ja, das ist sich jetzt fast auf die Minute ausgegangen. Ich bin da jetzt ziemlich durchgeschwitzt.
durchgeflogen. In der Regel nehmen wir so ein bisschen mehr Zeit dafür, aber es ist natürlich klar, dass das heute jetzt auch nicht möglich war bei den ganzen tollen Workshops, die es hier gibt. Ja, würde mich freuen, wenn Sie sich für E-Tuning interessieren, vielleicht registrieren drauf und Projekte machen. Ja, Herr Beiersberg, vielen herzlichen Dank. War sehr schnell, sehr kompakt, aber es gibt ja Gott sei Dank die Aufnahmen und das dann zum Nachlesen. Und E-Twinning per se ist eine bekannte Projektstruktur. Ich habe schmunzeln müssen, wie Sie den Verweis auf dieses Projekt in Island erhalten haben. Ich bin auch jetzt, wo ich mir das zuerst nie gedacht habe, über ein Erasmus-Plus-Projekt und da ist ja E-Twinning sozusagen kofinanziert, in Island gewesen. Und wenn man die Weiten da sieht, dann versteht man das, dass in peripheren Regionen natürlich das Bedürfnis gibt, sich zu vernetzen. Ja. Absolut. Und da muss ich auch sagen, also diese Projektvernetzungen mit anderen Ländern, die ist schon sehr sagenhaft gut, denn man sieht einerseits, wie andere Bildungssysteme funktionieren, wo Problemlagen sind. Man kann aber dann auch wieder die eigene Situation etwas besser einordnen und das ist Lernen voneinander und das ist grundsätzlich. Genau. Und der heutigen Zeit was ganz Wichtiges. Das Feedback erhalten wir auch. Also die, die mal da angesteckt sind mit diesem europäischen Virus der internationalen Kooperation, also die wollen das auch immer weitermachen. Das kann man nur so weitergehen. Ja, vielen Dank, Herr Beiersberg. Danke für die Einladung.